Hallo, mein Name ist Nadine, ich bin für heute deine Trainerin und wir absolvieren jetzt gemeinsam das Fatburner Workout. Bei diesem Training wechseln sich Ausdauereinheiten und Kräftigung miteinander ab. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Training. Wir starten mit dem Warm-up. Gut, wir starten. Nehmen unsere Beine weit auseinander, Fußspitzen, Knie zeigen leicht nach außen, Spannung in den Bauch. Es geht. Side to side, rechts, links. Komm schon tief in der Mitte. Spannung in den Oberkörper, Schultern hinten. Noch 4, 3, 2 noch. Ein Arm geht dazu. Den Arm nach oben. Und wieder nach vorne den Arm. Nach oben. Letzte Runde nach vorne. Und der Arm geht hoch. Kommen in den Step Touch, ohne Arme. In der Mitte tief. Ein Arm geht dazu. Hoch. Drei, zwei, beide Arme. Viel mehr. 3, 2 noch. Gut, dann wechsel. Letzten 4, 3, 2 noch. Und wieder beide Arme nach oben. Letzten 4. Noch 3, 2 noch. Auch hier eine Runde mehr. Ein Arm. Die letzten 4 Single. 3, 2 noch. Beide Arme hoch. Noch 4, 3, 2 noch. Leg Curl ohne Arme. Arme gehen dazu, Bizeps. Noch 4, 3, noch 2. Gott, wir nehmen das Knie zur Seite. Hoch, hoch. Double hier. 2, 2.
Und wieder Single. Ha! Hoch! Double jetzt. Zwei mehr. Letzte Runde Single. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei noch. Double hier. Ha. Die nächsten vier. Drei. Noch zwei. Okay. Marsch, marsch. Marsch. Die letzten vier noch. Drei. Noch zwei. Einmal geht nach vorne. Knie hoch. Knie hoch. Die Arme hoch, hoch. Die letzten vier. Drei. Noch zwei. Marsch, marsch. Vier, drei, zwei. Andere Seite. Single hier. Hoch das Bein. Spannung in den Körper, in die Arme. Arme gehen dazu. Acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei noch. Okay, wir marschieren. Marsch, marsch. Gut. Bisschen kleiner werden. Kleiner werden. Bisschen auslockern. Gut, das war unser Warm-up. Ich hoffe, du bist ein bisschen warm geworden. Wir legen los. So, im ersten Teil kräftigen wir nach dem Ausdauerteil ein wenig unsere Beine. Wir legen wieder los, Beine weit geöffnet, Hanteln in die Hand, Schulter nach hinten, Side to Side. Arme dazu nach vorne. Und die Arme gehen nach oben. Noch vier. Drei. Zwei noch. Und wieder nach vorne, Runde 2. Noch 4. 3. 2 noch. Arme hoch. Die letzten 4. 3. 2 noch. Step Touch, ohne Arme. Große Schritte machen. Ein Arm geht dazu. Hoch, hoch. Viel mehr. Drei. Zwei. Beide Arme. Hoch. Noch vier. Drei. Zwei noch. Und wieder im Wechsel. Ein Arm. Hoch. Hoch. Beide Arme. Hoch.
Leg Curl. Ohne Arme. Die letzten 4, 3, noch 2. Arme gehen dazu. Bizeps. Nach vorne. Hoch, hoch. Und Double hier. 2. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Marsch, Marsch. Gut. Füße hoch. Single knee. Hier. Die Arme. Hoch, hoch. In 4, 3, 2 noch. Okay. Marsch, Marsch. Gut, andere Seite noch. Das Knie geht hoch. Hopp, hopp. Vier, drei, zwei noch. Okay, Arme. Die letzten 4, 3, noch 2 und Marsch, Marsch. Gut, Beine wieder öffnen, kleiner werden, bleiben stehen, es geht. Tief und komm, tief runter und hoch, tief und ab, langsam. Tief, hoch, viermal mehr auf 2, langsam tief und hoch, tief. Und wenn die Arme zu schwer werden, einfach rauslassen, nur die Beine geht auch. Letzte Mal langsam, Tempo, Single, komm, tief, hoch, halt die Spannung im Bauch. Und achte darauf, dass die Arme nicht zu hoch gehen. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3, 2 noch. Wir halten unten. Halten. Kurze. Kleine kurze. Langsam schon mal die Arme tief. Arme tief. Immer noch kleine kurze mit den Beinen. 3, 2. Ein. Und einmal lösen, Beine schließen, hüftbreit, okay, es geht auf 2, tief und hoch, auch hier die Arme nicht zu hoch nehmen, dann konzentriere dich mehr auf die Beine, setz den Popo schön nach hinten ab, hoch, komm, Popo runter. Tief und ab. Zwei langsam. Tempo. Tief, hoch, noch 4, 2 noch. Unten halten. 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 Komm ein ganz bisschen nach oben. Arme neben den Körper. Im Wechsel die Ferse. Hoch, hoch, hoch. Spannung in den Bauch, Schultern bleiben schön hinten. Spannung trotzdem in die Arme.
Noch 4. 3. Noch 2. Rechts bleibt oben. Es geht tief, hoch, tief, hoch. 4. 3. 2 noch. Fuß wechseln. Tief. Voilà. Tief. Hoch. Die letzte. Noch 4. 3. Noch 2. Gott, nochmal beide Füße unten. Tief und hoch. Tief. Hoch. Die letzten 4. Noch 3. 2. Wir halten unten. Halten. Halten. Spannung in den Bauch, Schultern zurück. Halten. Die letzte. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und langsam lösen. Gut. Auslockern die Beine. Wir trinken einen Schluck. Gut, im zweiten Teil starten wir wieder mit unserem Ausdauerteil. Und danach kräftigen wir die Arme und die Schultern. Gut, die Beine wieder weit auseinander. Wir starten Side to Side. Rechts, links. Erstmal ohne Arme. Hier mehr. 3. Noch 2. Arme nach vorne. 2. Und die Arme gehen hoch. Erste Runde. Drei, zwei noch, Runde 2, Arme nach vorne. Vier, drei, zwei noch. Okay, Arme hoch. Touch. Große Schritte. Auch hier noch 4. 3. 2 noch. Ein Arm dazu. Hoch. Hoch. Zweiter Arm dazu. Sind 4, 3, 2 noch und wieder im Wechsel, rechts und links. Vier Swing und mehr, 3, noch 2, beide Arme hoch. Noch 4. 3, 2 noch, lecker, Fuß hoch, Arme gehen dazu, Bizeps, das Bein zur Seite, hoch, hoch, noch 4, 3, 2 noch. Und wir gehen wieder in den Double. 2. 2. Die letzten 4. 3. 2 noch. Gott. Marschieren. Marsch. Füße hoch. Single Knee. Schau mal hoch. Zack, zack.
4, 3, 2 noch. Wir marschieren. Marsch. Marsch. Andere Seite noch. Das Knie geht hoch. Hopp. Hopp. Komm, durchhalten. Hoch das Bein. Gott. Arme. Hoch. Die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Und marsch, marsch. Gott, tief durchatmen. Kleiner werden. Gott. Ich nehme meinen Hüftbreitenstand ein. Knie, Füße zeigen nach vorne, leicht gebeugt. Bauch fest. Die Arme 90 Grad an den Körper. Es geht hoch, tief, hoch, tief. Und für den Bizeps. Hoch, tief, hoch, tief. Komm. 8 mehr. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 noch. Okay, halte hier, es geht auf 2. Hoch und tief. Bis 90 Grad oben und versuch die Ellenbogen in der Mitte zusammenzuhalten. Langsam. Hoch und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Noch 2 mehr. So. Okay, wieder unten Bizeps Curl. Hoch, tief, hoch, tief. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Okay, nach oben langsam. Hoch. Tief. Ellenbogen bleiben zusammen. Nicht zu hoch kommen bis 90 Grad. Hoch. Tief. Hoch. Die letzten 4 Stück. Noch 3. 2 mehr. Jetzt da. Die eine Runde schaffen wir noch. 8, 7, 6, 5. Letzten 4. 3. Noch 2. Nach oben, die letzten 8. Und tief. 7, 6 mal mehr. 5. Die allerletzten. 4. Noch 3. 2 mehr. Letzter. Okay. Einmal ein bisschen auslockern die Arme. So, es geht weiter mit unserem Trizeps. Hintere Seite vom Oberarm. Wenn du magst, nimm beide Hanteln in eine Hand. Wenn es zu schwer ist, einfach eine zur Seite legen. Gut. Nimm einen Arm. Schön neben dem Ohr. Neben das Ohr lassen. Am besten Schrittstellung, damit du stabil stehst. Halt den Arm ruhig fest. Es geht auf 2. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Tempo, tief und hoch. Tief, hoch. 4, 3, 2. Runde 2, langsam. Tief, hoch. Tief, hoch. Viermal noch auf 2. Langsam. Lass den Arm schön neben dem Ohr. Wenn gar nicht mehr geht, Pause machen. Wir haben noch 2. Letzte Mal langsam. Tempo. 8 Single. Komm. 8, 7, 6, 5. Die letzten 4. 3.
2. Okay, und lösen. Einmal den Arm auslockern. Anderer Arm. Auch wieder stabil hinstellen. Arm neben das Ohr. Halt wieder fest, Bauch fest. Wir starten auf 2. Langsam hoch. Und tief. Hoch. Tief. Noch 4. 3. Zweimal noch langsam. Letzter. Single. Komm. 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2 noch. Runde 2. Langsam. Komm. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Tief. Noch schauen, dass der Arm hier oben bleibt. Es sind noch 4 langsame. 3. Die letzten 2. Einer noch. Single. Wir haben noch 7. 6. 5. Die letzten 4. 3. Noch 2. Und lösen. Auslockern. So, zum Schluss eine Runde für die Schultern. Stabiler Stand, die Beine wieder ein bisschen weiter als hüftbreit. Nimm beide Handen vorne zusammen. Schultern zurück. Wir ziehen die Hand langsam hoch und tief. Oben sind die Ellenbogen höher als die Hände, höher als die Schulter. Zieh die Hand bis zum Kinn. Hoch, hoch, tief. Langsam hoch und tief. Hoch. Tief. Gut. Tempo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Tempo bleibt. Es geht. Hoch, Seite, Mitte, tief, komm, hoch, Seite, Mitte und ab, hoch, Seite, Mitte, tief, hoch, Seite, Mitte, davon noch 4, 3, 2, letzte Mal und wieder nur hoch und tief, hoch. Hoch. Spannung in den Bauch, die Beine sind immer noch leicht gebeugt. Noch 4, noch 3, noch 2. Tempo bleibt, wir gehen. Hoch, nach vorne, ran und tief. Komm. Hoch, vorne, ran, tief. Es sind noch 4 mehr. 3, 2, letzte Mal und hoch und tief, komm, die letzte, hoch, tief, es sind nur noch 4, 3, 2 noch, halte oben, einmal die Arme nach vorne ausstrecken, ganz langsam öffnen. Halten, halten. Die letzten 4, 3, noch 2 und ganz, ganz langsam lösen. Langsam tief, langsam tief. Okay, auslockern, Arme, Beine. Wir trinken nochmal einen Schluck und dann geht's weiter mit dem dritten Teil. So, im letzten Teil trainieren wir nach unserem Ausdauerpart ein wenig noch den Bauch und den Rücken. Gut, wir starten wie immer Side to Side, locker.
4, 3, noch 2, der Arm geht nach vorne. Vier mehr. 3, 2 noch. Auf geht's nach oben. Hoch, hoch. Und 4, 3, 2 noch. Und Runde 2 nach vorne. Runde 2. Komm, singen. Vier. Drei. Zwei noch. Beide Arme. Hopp. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Lecker. Schon mal klar machen. Komm wieder dazu. Bizeps, komm. Hoch, hoch. Die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Das Bein geht zur Seite. Hoch, hoch, hoch. Noch vier. Drei. Zwei noch. Double. Ha. Die letzte. Drei. Zwei. Wir marschieren. Marsch. Marsch. Endspurt hier. Single knee. Ha. Arme, tief, tief. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 noch. Okay, marschieren, marsch. Schnell noch die andere Seite. Endspurt für uns. Okay, Single. Werden. Alles auslockern. Wir kommen wieder in den Hüftbreitenstand. Diesmal den Oberkörper ein wenig nach vorne. Die Arme schon mal neben dem Körper hängen lassen.
Schultern zurück, es geht. Langsam hoch, eng am Körper. Und schief. Hoch. Und schief. Halt den Bauch auf Spannung, die Schultern halten hinten. Hoch. Und schief. Gewicht liegt mehr hinten auf den Fersen. Zieh eng am Körper. Hoch. Und schief. Hoch. Und schief. Tempo. 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3. Noch 2. Halten. So, die dicken Enden vorne zusammen. Es geht auf 2. Hoch, hoch, tief, tief. Zieh die Ellenbogen zur Seite hoch. Der Bauch ist immer noch fest. Und die Oberarme bleiben weit weg vom Oberkörper. Und tief. Komm, hoch. Und tief. Hoch. Tief. Letzte Mal langsam. 8 Single. 8, 7, 6. Noch 5. Die letzten 4, 3, 2 noch. Okay, halten hier, es geht. Hoch, hoch, tief, tief. Andere Seite. Tief. Immer noch. Schulter nach hinten. Den Bauch ganz fest. Hoch. Und tief. Viermal noch langsam. Noch 3. Noch 2. Letzte Mal. Tempo hier. Komm. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Halbes Tempo. Beide Arme zusammen. Hoch. Noch mehr Spannung in den Bauch. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Wir haben noch 4 Stück. Noch 3. Noch 2. Letzte Mal. Okay. Einmal aufstützen. Rücken rund. Langsam auf. So, jetzt lege bitte eine Hand zur Seite, weit von dir weg, damit du nicht drüber fällst. Gut, wir stellen uns aufs rechte Bein, die Hand dann auch in die rechte Hand. Arm hoch, so, ein bisschen was für unseren Bauch, für den Rumpf. Es geht tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. So, schön Ellenbogen und Knie zusammen. Wer ein bisschen schwerer möchte, versucht den Fuß mal nicht wieder unten abzustellen. Spannung in den Bauch. Acht, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 noch. Wir halten hier. So, Ellenbogen drückt aufs Knie, wenn das nicht langt. Nimm die Hand, richtig fest drücken, Bauch anspannen. Die letzten 4, 3, 2. Wir lösen, auslockern, Seite wechseln. Linkes Bein, Standbein, linke Hand hat die Hantel. Es geht. Hoch, tief, hoch, tief. Marc lässt den Fuß unten wieder oben. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, noch 2. Halten hier, feste drücken, denk dran, es geht auf die Hand. Halten, Druck aufbauen, Bauch fest. Das sind die letzten. 4, 3, noch 2 und einmal lösen. Gut, eine haben wir noch. Die Hand wieder an die rechte Hand. Mit der rechten Hand an den Kopf. Stabiler Stand.
auch fest. Beine leicht beugen. Wir gehen zur Seite. Tief, hoch, tief. Achte darauf, dass dein Becken hier in der Mitte stehen bleibt. Popo nicht zur linken Seite schiebt. Tief, hoch, tief, hoch. Es sind noch vier. Wir halten unten, halten, hier die Seite anspannen, halten, 3, 2, 1, langsam lösen, einmal die Seite wechseln, mach dich nochmal gerade, Bauch fest, Beine gebeugt, es geht, tief, hoch, tief, Becken bleibt in der Mitte. Die letzten 8, 7, 6, 5, sind noch 4, 3, noch 2, wir halten unten, halten, halten, 3, 2, 1 und lösen. Gut, alles auslockern, letztes Mal was trinken für heute. Dann machen wir ein bisschen Stretching. Cool down. Gut, im Cool down stretchen und relaxen wir noch etwas unsere Muskulatur, um die Körpertemperatur wieder ein wenig runterzubringen. Gut, wir starten wieder mit weit geöffneten Beinen. Kommen rüber nach rechts. Ich will das rechte Bein mal beugen. Das linke Bein ist gestreckt. Schau, dass die Fußspitze nach vorne zeigt. Rüber. Komm tief. Gut, wir ziehen das hintere Bein ran. Komm langsam hoch. Beine wieder öffnen. Und es geht rüber zur linken Seite. Rechte Fußspitze zeigt nach vorne. Ganz rüber. Komm wieder tief. Gut, den hinteren Fuß ranziehen. Langsam aufrollen. Gut. So, wir stellen unsere rechte Fußspitze nach vorne. Komm tief. Die Schulter nochmal nach hinten. Spitze hochziehen, halten. Und einmal lösen, Seite wechseln. Auch hier tief kommen, die Schultern zurück. Leicht beugen. Die Knie sind nebeneinander. Schieb das Becken ein bisschen nach vorne. Halten. Wenn das schwierig wird mit dem Gleichgewicht, halte ich irgendwo fest an einem Stuhl, an der Wand. Einmal lösen. Seite wechseln. Einen stabilen Stand ein, wir öffnen die Arme weit zur Seite, Brustkorb öffnen, Schultern tief, den Bauch noch mal ein bisschen anspannen. Gut, einmal die Arme umdrehen, ganz strecken und den Daumen weit nach hinten schieben. Langsam lösen,
ganz rund machen, Becken bleibt aufgerichtet. Leg den Kopf zwischen die Arme, das Kinn auf die Brust ziehen. Mit dem linken ein bisschen nachziehen. Versuch den Kopf schön gerade zu halten. Und einmal lösen, Seite wechseln. Auslockern. Das war unser Fatburner-Workout. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich empfehle dir, 2 bis 3 Mal die Woche damit zu trainieren.